Ja, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Im Namen der Stiftung Topographie des Terrors möchte ich Sie ganz herzlich zu dieser Abendveranstaltung begrüßen, hier im Auditorium der Topographie des Terrors und an den Monitoren daheim oder wo auch immer, denn auch heute bieten wir wieder einen Livestream an. Unser Thema ist der Titel eines Buches, das im vergangenen Jahr erschienen ist, Filme über Vernichtung und Befreiung, die Rhetorik der Filmdokumente aus Majdanek 1944-45. Das 1941 errichtete Konzentrations- und später auch Vernichtungslager Majdanek, der offizielle Name lautete Konzentrationslager Lublin, war eines der ersten Lager, das von der SS geräumt wurde. Bereits im April 1944 begannen die Deportationen der Häftlinge in weiter westlich gelegene Lager, insbesondere nach Auschwitz, das westlich von Lublin liegt. Zugleich war Majdanek das erste Lager, das die Alliierten erreichten. Nach dem Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte der Wehrmacht im Sommer 1944 stieß die Rote Armee rasch nach Westen vor und erreichte Gebiete, die bis 1933 zur Zweiten Polnischen Republik gehörten. Am 22. Juli 1944 nahmen sowjetische Streitkräfte Lublin als erste große Stadt westlich des Bugs, also als erste große Stadt auf dem Gebiet des heutigen Polens, und auch das Lager Majdanek ein, das in einem Außenbezirk von Lublin lag. Die Rote Armee befreite dabei Gefangene, die von der SS nicht mehr verschleppt worden waren. Die Einnahme Lublins und die Zustände in Majdanek dokumentierte ein sowjetisch-polnisches Filmteam. Es machte die ersten Aufnahmen aus einem deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager. Um das Filmteam, zu dem prominente Filmemacher aus Polen und der Sowjetunion gehörten, die Aufnahmen, ihre Komposition und ihre Distribution wird es im folgenden Vortrag gehen. Dazu begrüße ich ganz herzlich unsere heutige Referentin, Frau Professor Natascha Drubeck-Meyer, die ich Ihnen gleich vorstellen möchte. Zunächst jedoch einige organisatorische Bemerkungen. Nach dem Vortrag und einer kurzen Podiumsdiskussion gibt es wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Hier für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, live im Raum und auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause per E-Mail. Die E-Mail-Adresse wird daher während der Veranstaltung auch eingeblendet. Diejenigen, die hier im Saal Ihre Fragen stellen, möchten wir bitten, an das Mikrofon zu treten. Das Mikrofon steht dort vorne, damit Ihre Frage auch im Livestream übertragen werden kann. Bitte legen Sie auf dem Weg zum Mikrofon Ihre Maske an, am Mikrofon selbst und auf den Plätzen besteht keine Maskenpflicht. Sie können also gerne die Maske abnehmen. Nun zu unserer heutigen Referentin. Frau Drubeck-Meyer ist Kulturwissenschaftlerin. Sie lehrte als Gastprofessorin an der Freien Universität Berlin, genauer gesagt am Peter-Sonny-Institut für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft. Und sie ist Herausgeberin der digitalen Zeitschrift Apparatus, Film, Medien und digitale Kulturen in Mittel- und Osteuropa. Ich habe mir gestern eine Nummer genauer angeschaut, das fand ich sehr spannend. Eine Nummer der Zeitschrift befasst sich mit Ghettofilmen, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Also Apparatus heißt die Zeitschrift, eine digitale Zeitschrift. Frau Drubeck-Meyer studierte Slawistik, Theaterwissenschaften und osteuropäische Geschichte. Promotion und Habilitation erfolgten an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Es folgten dann akademische Stationen an der Karls-Universität in Prag, als Fellow am US Holocaust Memorial Museum in Washington und als Heisenberg-Stipendiatin der DFG an der Universität Regensburg. Ihre Habilitationsschrift erschien 2012 unter dem Titel »Russisches Licht – Von der Ikone zum frühen sowjetischen Kino«. Derzeit arbeitet sie an einer Publikation über den sogenannten Theresienstadt-Film. Die Publikation ist bereits angekündigt, habe ich gesehen, unter dem Titel Filmprojekt Theresienstadt 1942 bis 1945. Auf das Buch bin ich persönlich sehr gespannt. Frau Drubeck-Meyer, schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Sie haben das Wort. Vielen herzlichen Dank für die freundliche Einleitung und Begrüßung. Schön, dass Sie alle da sind. Trotz schönes Wetters, also das ist doch, ich freue mich, dass Sie heute mit mir dieses doch komplexe Thema behandeln wollen.
diskutieren wollen. Der erste Dokumentarfilm der Alliierten, der ein deutsches Lager von innen zeigt, geht bereits auf den Sommer 1944 zurück. Also nicht im Frühjahr 1945, das sind die Bilder, die wir meist im Kopf haben, wenn wir an Befreiungsfilme denken. Es handelt sich um Aufnahmen auf dem Gelände des Konzentrations- und Vernichtungslagers Majdanek bei Lublin, die von einem polnisch-sowjetischen Team gedreht wurden. Auch wenn 1944 keine Aufnahmen aus dieser Fabrik des Todes, wie sowjetische Journalisten sie nannten, außer Landes gelangten und die Fotoreportagen im Westen als unglaubwürdige bolschewistische Propaganda abgetan wurden, haben sie heute für Historikerinnen, die sich mit KZ-Bildern befassen, einen hohen dokumentarischen Wert. Und zwar nicht nur aufgrund dessen, was sie prima facie zeigen, sondern auch, weil man sich anhand dieser Filmproduktion und ihrer Problematik, der Zensur, die an diesem Film sozusagen verbrochen wurde, also anhand dieses Kontextes kann man sich bewusst machen, was 1944 gezeigt werden konnte aus einem befreiten Lager, beziehungsweise was eben nicht gezeigt werden konnte oder durfte. Das Filmmaterial enthält die erste dokumentarische Filmaufnahme einer funktionstüchtigen Gaskammer. Das wissen viele nicht. Also eine jener Vorrichtungen, die SS üblicherweise vor ihrer Flucht zerstörte, um den Tatort als solchen unkenntlich zu machen und Spuren zu verwischen. Ebenso wenig bekannt oder verständlich waren zunächst auch solche zuerst auch fotografierten und dann auch gefilmten Objekte, die in direkter Beziehung zu den Gaskammern standen. Berge von Kleidern, Brillen, Schuhen, menschlichem Haar. Oder hier in dem Fall Kisten von Scheren. In meinem Buch Filme über Vernichtung und Befreiung habe ich die vernachlässigten politisch-historischen und filmästhetischen Kontexte wiederhergestellt, in denen diese Propagandafilme Ende 1944, Anfang 1945 standen. Dass es sich um zwei Filme handelte, darauf werde ich später noch eingehen. Diese Untersuchung führte zu einer Neubewertung der Bedeutung des Majdanek-Filmmaterials im Kontext der audiovisuellen Dokumentation der Geschichte des Genozids an den Juden. Eine kurze Schilderung der militärischen Lage hat Herr Mix schon vorgelegt. Sie machte sozusagen den Film möglich. Also die Rote Armee hatte im Juni 1944 die Operation Bagration nach Ostpolen begonnen und ist sehr schnell vorgestoßen in das Generalgouvernement, wie das damals noch hieß, und stieß also im Juli 1944 auf mehrere Mordstätten. Die meisten von ihnen waren aber eben von der SS als solche unkenntlich gemacht. Sie sehen hier vielleicht jetzt nur zu nennen, außer Majdanek und war dies auch Sobibor, Belzec und Treblinka. In der Nacht vom 22. auf den 23. Juli entdeckte die Rote Armee eine große, kaum zerstörte Anlage, das deutsche Konzentrationslager Lublin, heute bekannt unter dem Namen Majdanek. Das Lager wurde also befreit von der ersten weißrussischen Front, einem Teil der Roten Armee, und dabei in dieser Formation war eine polnische Division, das heißt Militäreinheiten, in denen Exilanten und Verschleppte aus Polen in der UdSSR dienten. Viele von diesen
Offizieren und auch Soldaten waren sogenannte Flight Survivors. Das heißt, das waren Menschen, die vor Hitler in den Osten geflogen sind und in der UdSSR überleben konnten. Bei dieser Division handelt es sich um die von Sigmund Berling im Juni 1943 im russischen Selze aufgestellte Tadeusz Kosciuszko 1. Infanteriedivision. Im Gefolge der Armee befanden sich Berichterstatter, deren Reportagen in verschiedenen Medien, also vor allem Zeitung und Radio, vom Lager Uniczenia, Vernichtungslager, berichtete. Vielleicht das erste Mal, dass der Begriff so international in die Welt kam. Der erste, der das damals so verwendet hat, der erste sowjetische Journalist, war der Dichter Konstantin Simonow, der auch vor Ort war. Und sein erster Artikel stammte aber, darauf gehe ich auch im Buch auch ein, interessanterweise erst vom 10. August. Das bedeutet, der Artikel kam nahezu 3 Wochen erst nach der Entdeckung des Lagers in der Armeezeitung heraus. In Moskau wurden dann ziemlich rasch Broschüren herausgegeben, und zwar in verschiedenen Sprachen, darunter auf Deutsch, das Vernichtungslager sogar in verschiedenen Formen, auch sogar ich sah das Vernichtungslager, und auf Polnisch auch so ähnlich, Vernichtungslager Obóz Zagłady, was bedeutet in universalisierender Form ohne Toponym. Das heißt, da stand nicht, dass es sich um Majdanek handelte oder um Lublin, sondern das war sozusagen ein generalisiertes Vernichtungslager. Interessanterweise sind ist die jiddische und die französische Ausgabe mit dem Wort Majdanek versehen. Ich möchte jetzt gerne, weil es sich doch um einen Film handelt, Ihnen einen Ausschnitt aus der deutschen Fassung zeigen. Diese deutsche Fassung ist in gewisser Weise eine Notlösung. Sie hängt nicht direkt zusammen mit den beiden Urfassungen aus dem Jahr 44, 45, also Ende 44, Anfang 45. Die deutsche Fassung stammt wahrscheinlich erst aus dem Sommer 45, und da wurde im Marmorpalast in Berlin eben dieser Film vorgeführt. Da er aber auf Deutsch ist, möchte ich gerne eben diese Fassung, und zwar nur, das ist nur ein Ausschnitt, vorführen, möchte aber vielleicht doch auch gleich einschränkend sagen, dass die deutsche Fassung durchaus von großer Bedeutung war, weil es laut Jeremy Hicks 37 Kopien dieser Fassung gab. Das bedeutet, dass das Hauptpublikum der Majdanek-Aufnahmen in der Zeit wahrscheinlich doch das deutsche Publikum war. So, und jetzt, das hier war aus dem Vorspann noch ganz kurz, das ist sozusagen der Untertitel, Filmdokumente von den ungeheuerlichen Verbrechen der Deutschen im Todeslager Majdanek in der Stadt Lublin. Und hier nun der Film. Majdanek besucht. Die Vernichtung der Gefangenen wurde planmäßig durchgeführt. Immer wieder füllten neue Transporte die in der Lagerbelegschaft entstandenen Lücken auf. Majdanek war die letzte Etappe auf dem Weg zum Tode. SS-Rottenführer Termonen sagte bei der Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss aus, dieses Lager wurde von uns Vernichtungslager genannt, weil hier die Menschen in Massen vernichtet wurden. Thank you.
Gerichtsmedizinische Gutachter haben festgestellt, dass die Opfer in den meisten Fällen durch Genickschuss aus nächster Entfernung getötet wurden. Massenerschießungen waren in Majdanek an der Tagesordnung. Eine bequeme Methode, um sich einer Menge unschuldiger, aber unerwünschter Mitmenschen auf einmal zu entledigen. Der Pole Stanislavski, ein früherer Lagerinsasse, erklärte vor der Kommission: Am 3. November 1943, an einem einzigen Tag, wurden 18.400 Häftlinge erschossen. Um die Schießerei und die Schreie der Opfer zu übertönen, wurde über mächtige Lautsprecher eine rauschende Musik mit voller Lautstärke übertragen. Diese Methode nannte man Sonderbehandlung. Der Pole Tadeusz Butzin gibt als Zeuge vor der Kommission an: Aus Griechenland kam eine Gruppe von geistigen Facharbeitern an, Wissenschaftler, Erfinder, Hochschullehrer und Ärzte. 1200 Menschen, die sämtlich im Lager Majdanek vernichtet wurden. Andere häufig angewendete Verfahren der Massenvernichtung waren die Erstickung durch Gase und die Vergiftung durch Giftstoffe. Hier eine der 6 Gaskammern, die in Majdanek vorgefunden wurden. Aus diesem Schaltraum ließ man das Gas einströmen. Und durch dieses Fenster beobachteten die Henker die Wirkung. Anstelle von Gas kam oft der stark wirkende Giftstoff Zyklon zur Anwendung. Die Gefangenen wurden völlig nackt wie zu einem Bad durch diese Tür in die sogenannte Badestube geführt. Dann wurde die mit Menschen vollgepfropfte Kammer luftdicht abgeschlossen und der nunmehr durch Röhren eingeführte Zyklon tötete alles Leben. SS-Oberscharführer Ternes sagte aus: Es ist mir durch SS-Sturmbannführer Dr. Rindfleisch persönlich mitgeteilt worden, dass am Abend des 21. Oktober 1943 300 Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren in einer Gaskammer durch Zyklon erstickt wurden. Der Holländer Manner, ein früherer Lagerinsasse, gibt zu Protokoll: Am ersten Tage meiner Haft im April 1943 habe ich selbst mit angesehen, wie ca. 200 Gefangene ermordet wurden. Man holte sie vom dritten Feld, entkleidete sie und führte sie in die Badeanstalt. Kurz nachher schaffte man ihre Leichen heraus. Der Lagerpolizist Heinz Stalbe gibt an: Im Juli ließ man in den Gaskammern das bedienende Personal, 32 Mann, ersticken. Das geschah, um die Zeugen der bisherigen Verbrechen zu beseitigen. Die Hitler-Henker haben alles getan, um die Spuren ihrer schwersten Verbrechen zu verwischen. Im Jahre 1942 begannen sie, die Leichen der Ermordeten in speziell dafür erbauten Öfen zu verbrennen. Die Öfen brannten ununterbrochen, sie erreichten eine Temperatur von 1500 Grad. Um möglichst viele Leichen zu gleicher Zeit verbrennen zu können, hackte man ihnen die Gliedmaßen ab. Man verbrannte gleich immer 4 Leichen zusammen in einem Ofen. Jede Verbrennung dauerte 15 Minuten. In 24 Stunden wurden so bei ununterbrochener Tätigkeit der vorhandenen Öfen 1920 Leichen verbrannt. Der penetrante Geruch von verbranntem Menschenfleisch stand noch lange über dem Todeslager. Fotos von Opfern, die in den Öfen verbrannt worden sind. Unter den 680.000, die in Majdanek verbrannt wurden, befanden sich auch die polnischen Professoren Michailowicz und Pomirowski, das Mitglied des obersten polnischen Gerichts Wonsowicz und viele andere angesehene Vertreter des europäischen Geisteslebens. Wie Sie sicher bemerkt haben, ist im Film von den eigentlichen Opfern
also der Mehrheit der Opfer in Majdanek, die jüdischer Herkunft war, nicht die Rede. Und das gilt nicht nur für die deutsche Fassung des Films, was man vielleicht denken könnte, sondern es gilt für alle verfügbaren Fassungen dieses Films, die ich sehen konnte. Ich sage das einschränkend, weil ich inzwischen davon ausgehe, dass vermutlich die Originalfassung, die 1944 erstellt wurde, nicht mehr zugänglich ist. Dass mit keinem Wort erwähnt wurde, wer in den Gaskammern ermordet wurde. Dieser Umstand erschien Filmforschern in den letzten Jahrzehnten sehr ungewöhnlich. Man hat quasi diese Auslassung versucht zu erklären, und es gab dazu verschiedene Hypothesen, die das Filmmaterial, also einige Forscher haben das Filmmaterial untersucht und sind zunächst davon ausgegangen, dass manche der im Film sichtbaren Zeugen jüdischer Herkunft sind, was nicht der Fall ist. Die sich über einen Monat hinziehenden Filmaufnahmen gehören sicherlich zu den längsten, die zu Kriegsende in einem befreiten Lager gemacht wurden. Es ist sehr ungewöhnlich, dass zu dieser Zeit ein solches sozusagen Unternehmen gestartet wurde, was zeigt, dass die Sowjetunion, die ja hier das Sagen hatte, ganz bestimmte Strategien verfolgte mit diesen Aufnahmen. Diese Strategien sind vielfach und sie gehen nicht so ganz auf, sie scheitern, unter anderem deswegen, weil der Film eigentlich bis 1945, und zwar entweder im Frühjahr oder sogar im Sommer, nirgendwo im Ausland zu sehen ist. Allerdings ist es so, dass zahlreiche dieser Filmaufnahmen, Sie haben das möglicherweise erkannt, in den Nürnberg-Film, also den Nürnberg-Film, der von der Sowjetunion für die Kriegsverbrecherprozesse zusammengeschnitten wurde, eingegangen sind. Hierfür war Roman Carmen zuständig, auf den wir später auch noch eingehen werden. Diese Filmaufnahmen haben aber Weichen gestellt für alle späteren KZ-Befreiungsfilme und Atrocity-Filme, auch wenn das vielleicht wenig bekannt ist. Ich möchte auch gleich erwähnen, dass das Team, das in Majdanek gefilmt hat, auch in Auschwitz zum Großteil wieder Filmaufnahmen gemacht hat. Allerdings sind diese Filmaufnahmen anonymisiert worden und oft sowjetischen Kameraleuten zugeschrieben worden, obwohl sie von polnischen Kameraleuten gemacht wurden. Die Majdanek-Filme waren bereits im Herbst 1944 beziehungsweise Anfang 1945 Teil der sowjetischen Propagandastrategie, die Majdanek zum Schauort und noch während des Kriegs zum Museum der NS-Verbrechen machte. Die Verwendung der Topographie des Lagers selbst als Originalschauplatz und die Filmaufführungen im Zusammenhang mit den ersten Kriegsverbrecherprozessen in Polen Ende November 1944 nehmen also den späteren Umgang der Westalliierten mit einem befreiten KZ voraus. Sowohl vor Ort in Majdanek und Lublin als auch in der medialen Aufbereitung. Deutsche Kriegsgefangene, sowjetische Soldaten wie auch Lubliner Bürger wurden im Sommer 1944 durch das KZ Majdanek geführt. Die Konfrontation der deutschen Soldaten mit den Verbrechen antizipierten also die späteren von General Patton und anderen vorgeschriebenen Besuche von KZs im Frühjahr 1945 durch deutsche Anwohner.
Die Filmleute standen im Sommer 1944 vor der Aufgabe, die Spuren des Genozids zu dokumentieren, was sich bald als eine große Herausforderung erwies, denn es bedeutete nicht nur, sich gegen die Kollegen und Chefs durchzusetzen, damit ist gemeint zum Beispiel die Vorgesetzten auch von Roman Carmen, die keinen Wert, also diese Leute, die Kollegen und Chefs, die keinen Wert auf das Filmen naturalistischer Gräuel, wie man das damals bezeichnete, gelegt haben, und zum anderen auch Zeugen zu finden, die über das Lager wahrhaft berichten können. Das grauenhafteste Ereignis in dieser Region war der von der SS als Aktion Erntefest bezeichnete Massenmord Anfang November 1943 mit einer enorm hohen Opferzahl. Allein in Majdanek wurden über 18.000 Juden ermordet. Nun zu den führenden Köpfen der Majdanek-Aufnahmen. Diese sind nicht unbedingt immer in den Filmografien vermerkt. Ich möchte vielleicht auch voranschicken, dass manche der Filmleute nicht unbedingt mit den Majdanek-Filmen assoziiert werden wollten, da es zu Unregelmäßigkeiten kam bei den Aufnahmen von Zeugen. Und man muss sich vorstellen, dass später, also spätestens in den 90er Jahren, aber auch schon früher, auch in den 60er Jahren, unter anderem, sagen wir mal so jemand wie Roman Carmen, aber auch die Vorwärts, auf die wir später kommen werden, die Beteiligung an diesem Filmprojekt als möglicherweise sogar beschämend angesehen haben. Sie haben sich nicht dazu geäußert, aber es zeigt sich an dem Auslassen des Films in der eigenen Filmografie und Biografie, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Roman Carmen, den Sie hier sehen, war, man muss sagen, ein tollkühner sowjetischer Reporter, der nicht nur hervorragend mit seiner Filmkamera umgehen konnte, sondern auch seine Sujets gewöhnlich vor Ort bereits im Kasten hatte und fertiges Reportagematerial nach Moskau lieferte. In diesem Fall sogar mit Kommentartext, wie wir der Schnittliste mit dem Titel Todeslager, alleuropäisches Kombinat zur Vernichtung von Menschen, Majdanek, entnehmen können. Diese Schnittlisten sind ein relativ neues Rechercheobjekt. Mir wurden die vor einigen Jahren in einem russischen Archiv zur Verfügung gestellt. Sie waren ursprünglich geheim, also es waren Geheimdokumente, die sozusagen deswegen geheim waren, weil sie unter Umständen eben Militärgeheimnisse enthalten konnten oder man mithilfe dieser Dokumente auch herausfinden konnte, wer tatsächlich im Lager was gefilmt hat und auch wann genau, also an welchem Tag, zu welcher Stunde und auch mit welchem Filmmaterial. Diese Schnittlisten, auf Englisch spricht man auch oft von Dope Sheets, wurden dem Filmkanister beigefügt und mussten auch unterschrieben werden, entweder von dem Kameramann selber oder manchmal auch sogar noch bei besonders wichtigen Filmaufnahmen von dem Leiter der Filmgruppe. Wenn es sich um besonders heikle Aufnahmen handelte, wie das hier der Fall war, wurde das Datum entfernt. Sie sehen, da ist kein Datum. In den meisten anderen, auf den meisten anderen Schnittlisten gibt es ein Datum. Also Carmen hätte zweifellos Ende Juli eine sensationelle Filmreportage über die Vernichtung der Juden im Todeskombinat bei Lublin oder im August auch eine noch sogar umfassendere Reportage über die von Globocnik von Lublin aus geplante und durchgeführte Aktion Reinhard liefern können. Doch dieser Reportagefilm existiert nicht,
obwohl das Majdanek-Filmteam in der Villa Quartier bezog, in der SS-Gruppenführer Odilo Globocnik in Lublin gewohnt hatte. Das ist die Villa in einer späteren Fotografie. Und sie wurde sozusagen bezogen, vermutlich Ende Juli bereits, von dem Filmteam, und da kommen wir jetzt auch gleich zu dem nächsten Begriff, der Filmspeerspitze. Das ist nämlich genau das Wort, mit dem sich das polnische Filmteam bezeichnete. Damit wären wir jetzt bei Alexander und Olga Ford angekommen, die neben Roman Carmen die anderen beiden wichtigen Köpfe sind. Das sind sozusagen drei, die hier federführend gewirkt haben. Die Fords sind ein interessantes Paar. Sie wurden beide in den 30er Jahren nach Palästina eingeladen und haben dort einen Dokumentarfilm gedreht. Ich habe das Poster jetzt einfach mal angeführt, um Ihnen zu zeigen, dass da ein Interesse da war für die Geschichte Palästinas und ein Interesse auch an jüdischer Geschichte, was bei Carmen, muss man sagen, eher gefehlt hat. Seine Beziehung zum Judentum ist nicht sehr deutlich. Allerdings frage ich mich heute inzwischen, also das auch nach weiteren Forschungen, nachdem das Buch schon veröffentlicht war, ob es vielleicht tatsächlich den Fords gelang, damals an Carmens jüdisches Gewissen zu appellieren und ihn zu überzeugen, jene Darstellung des Lagers zu liefern, die eben als naturalistisch kritisiert wurde und später Gefahr lief, als nationalistisch-zionistisch ausgelegt zu werden, da sie auf das Schicksal der Juden aufmerksam machte. Obwohl also diese doch sehr qualifizierten Filmemacher, Carmen und die Fords, diejenigen waren, die das Lager mehrere Wochen lang filmisch dokumentierten, gelangten die Majdanek-Aufnahmen weder im August noch im September noch im Oktober 1944 auf keine öffentliche Leinwand. Erst mehrere Monate nach den Dreharbeiten wurden im Moskauer Dokumentarfilmstudio zwei Filmfassungen des Majdanek-Materials, sowohl eine in polnischer und eine in russischer Sprache produziert. Die zweite, die russische, hat während des Kriegs gar kein breites Publikum erreicht und die polnische war vor allem auf die Bevölkerung von Lublin gerichtet. Sie trug den Titel Vernichtungslager Majdanek, Grabstätte Europas. Diese Version wurde in Lublin in zwei Kinos gezeigt, begleitend zu den Gerichtsverhandlungen eines Schurgerichtsprozesses gegen die Majdanecker, SS-Wachen und auch Kapos. So wurde also dieses wirklich exzeptionelle Material auf ein Medienereignis von lokaler Bedeutung reduziert. Und man hat verpasst, dieses Filmmaterial dafür zu verwenden, einen Film zu produzieren, der eine humanitäre Intervention mit der damit verbundenen Chance, den laufenden Völkermord zum Beispiel in Auschwitz zu einem früheren Zeitpunkt zu unterbrechen, ermöglicht hätte. Im Buch vergleiche ich die beiden Filmversionen und zeige ihre propagandistischen, rechtlichen und auch politischen Zusammenhänge auf. Alle diese haben aber nichts mit dem Genozid zu tun. Nun möchte ich Ihnen die Filmleute insgesamt vorstellen. Ich hatte schon von den Chefs und Kollegen gesprochen. Wir sehen hier neben Carmen Viktor Stadtland und Avenir Sofien. Und dann gab es noch einen Kamarov, von dem habe ich kein Foto. Das waren die drei sowjetischen die drei sowjetischen Kameramänner, die in Majdanek gefilmt haben.
Stadtland hat eine ziemlich steile Karriere gemacht und es gab ganz eindeutig eine relativ schwierige Beziehung zwischen Carmen und Stadtland. Carmen ist jüdischer Herkunft und die anderen nicht, die anderen beiden nicht, sodass unter Umständen das Filmen von bestimmten Objekten bereits im Lager zu Reibungen geführt hat, wobei das aus den Schnittlisten herauszulesen ist, wenn man sieht, dass Stadtland plötzlich sagt, ihr müsst jetzt aufhören zu filmen, wir haben genug Naturalismus. So, das Filmteam, wobei das ist nicht ganz klar, ob da auch Carmen dabei war, hatte in Globocniks Villa eine Arbeitskopie hergestellt, die mit größter Wahrscheinlichkeit eben von derjenigen abwich, die dann im November 1944 in Lublin im Kino vorgeführt wurde. Und da möchte ich Ihnen jetzt auch die polnische Filmspeerspitze vorstellen. Da sehen Sie gleich, das ist also eine weit größere Gruppe von Filmprofis. Das sind also nicht nur Kameraleute, sondern auch andere. Sie sehen hier zuerst die beiden Brüder Vorbert hier, das ist die beiden Vorberts, dann Herr Wohl, dann, das ist eine sowjetische Cutterin, die aber mit einem aus Polen stammenden Faktotum, muss man fast sagen, namens Perski verheiratet war. Ihr Name ist Lyudmila Nekrasova. So, und dann das ist Samuciewicz, der eigentlich ein Sowjetbürger war, aber zum Polen gemacht wurde, weil er einen polnischen Namen hatte, und das ist Jerzy Bosak. Und hier oben ist der Bewacher der Gruppe, Jewgeni Jefimow, der war auch sowjetischer Staatsbürger, aber gehörte auch zu der Filmspeerspitze und passte auf sozusagen, was da gemacht wurde, und behielt da den Daumen drauf. Gut, also und das Interessante ist eben, dass diese Leute plus das Ehepaar Ford, die zusammen haben die erste Rohfassung des Films erstellt. Mit größter Wahrscheinlichkeit war das diese Dame hier, Lyudmila Nekrasova, zusammen mit, und jetzt muss ich zurückgehen, mit dieser leider sehr unscharfen Dame, Olga Ford. Okay. Also Frauen sind ziemlich stark verantwortlich für diesen Film. Woher wissen wir, dass diese Fassung, die eben im Herbst, im September mit größter Wahrscheinlichkeit 1944 gemacht wurde, nicht diejenige Fassung ist, die dann später im November gezeigt wurde? Auch das konnte ich durch eine, sozusagen einen Zufall herausfinden, weil sozusagen Alexander Ford in einem Brief an seine Geliebte Janina damals schrieb, dass er für ein paar Tage nach Moskau fliegen muss, um dort ein Problem mit dem Majdanek-Film zu beheben. Und das war im Oktober 1944. Das bedeutet, der Filmschnitt, der sozusagen nach Moskau geschickt wurde, hat keinen Gefallen gefunden. Man musste umschneiden. Und jetzt ist es ganz interessant, der Hintergrund ist noch ein bisschen ein komplizierter. Jetzt hängt damit zusammen, dass Jerzy Bosak, selber auch dann später ein Dokumentarfilmer, Jahrzehnte nach der Majdanek-Produktion plötzlich in einem Interview meinte, man könnte von Ford, Alexander Ford, nicht als dem Autor von Majdanek sprechen, da er ja nie im Lager anwesend gewesen sei. Nach Fords Selbstmord in Florida im Jahr 80 fügte er noch ein weiteres Detail hinzu,
da konnte Ford auch nicht widersprechen, also das muss man auch cum grano salis verstehen. Da sagt er noch, Ford sei nicht mal auch im Schneideraum gewesen oder nur vielleicht einmal und den Schnitt hätte Lyudmila Nekrasova gemacht, die wir vorhin erwähnt hatten. Bossack selber damals ein sehr, einfach noch ein Anfänger war im Bereich Film, müssen wir davon ausgehen, dass eigentlich die einzige Person, die Ford hätte vertreten können, eben seine Frau gewesen sein konnte, und das war eben Olga Minska Ford. Sie hat den Film offensichtlich mit Hilfe der resoluten sowjetischen Katharin Nekrasowa fertiggestellt, und der marxistisch angehauchte Kommentartext, der in der deutschen Fassung fehlt, die Sie gesehen haben, kam von Bossack. Der Rest der Gestaltung des Films, der zum Teil sehr stark an Surrealismus, Expressionismus erinnert und auch an jiddische Filme, Verfilmungen des Dibbuk. Mal gucken, ob ich das habe. Ja, das kommt später. Dass dieser Bestandteil des Films, wie auch die Auswahl bestimmter Motive, wie zum Beispiel Handschuhe, Damenschuhe, Kinderschuhe, Puppen, Spielzeug, offensichtlich nicht allein auf die Kameraleute zurückgeht, sondern eben auf Olga Minska Ford. Diese Fassung, die erstellt wurde, musste Alexander Ford nun in Moskau umschneiden, er musste sie bereinigen. Ihm ist dies vielleicht nicht so schwer gefallen, da es sich hier nicht um seine eigene Fassung hielt, sondern das Filmwerk seiner ihm inzwischen entfremdeten Frau. Wer in Moskau genau was zensierte, ist jedoch nicht bekannt. Jedenfalls ist vieles, was sozusagen vor Ort gefilmt wurde, herausgefallen, und zwar eben alles, was den Genozid betrifft. Ich habe daraufhin dann eine neue Filmografie erstellt, die erstens Carmen hochzieht, er ist nicht nur Kameramann, sondern auch Autor, und ebenso auch Olga Minska. Was ist herausgefallen aus dem Film? Vieles, aber interessant ist, und das ist etwas ganz Besonderes, damals wurde in Majdanek, und dies war ein absolutes Novum, mit einer Tonkamera, die aus Amerika kam, wurden menschliche Zeugen aufgenommen. Also nicht nur sozusagen die Dinge als Zeugen, beredte Zeugen, sondern eben auch Menschen. Sie haben ja gesehen, wer im Film gesprochen hat. Das wurde zwar in einigen der Fassungen dann übersprochen, aber es gab durchaus Originalton und Originalaufnahmen aus dem KZ Majdanek, die auch jetzt immer noch im Archiv in Krasnogorsk liegen. Ja, und das Besondere aber, was damals aufgenommen wurde, war, dass man einen Menschen jüdischer Herkunft gefunden hat, und zwar den Korporal Josef Resnik, der erzählt, wie er sein Judentum verbergen und sich durch Flucht retten konnte. Er war Mitglied eines Sonderkommandos und konnte deswegen sehr wichtige und interessante Angaben machen zu der Ermordung der Juden. Eichmann-Spezialisten ist Resniks Name aufgrund seiner Aussage im Prozess in Jerusalem 1961 bekannt, wo er seine Arbeit im Enterdungskommando und das Spielen von Musik beschreibt. Resnik entpuppt sich durch seine Zeugenschaft im Eichmann-Prozess als bereits 1944 gefilmter Überlebender für die Bezeugung der Aktion 1500.
Also ein Beispiel der auf beiden Seiten der 44 noch bestehenden Front unterdrückten Wissens über diese spezielle Form der Vertuschung des Genozids. Und hier sehen Sie also diese unglaubliche, das ist sozusagen Reznik 44, was nicht aufgenommen wurde in den Film. Das ist ein Screenshot aus einem deutschen Dokumentarfilm aus den 80ern, der diesen Ausschnitt aufgenommen hat, allerdings sich nicht bewusst war, um wen es sich dabei handelt. Reznik sagt der außerordentlichen Untersuchungskommission, ich zitiere, im Januar 1941 wurden 4000 von uns jüdischen Kriegsgefangenen SIK in Eisenbahnwaggons verladen und in Richtung Osten geschickt und so weiter und so weiter. Also er sagt ganz eindeutig, dass er aufgrund seiner jüdischen Herkunft verschleppt wurde und Zwangsarbeit leisten musste. Es ist nicht belegt, wer Reznik gefilmt hat. Er ist allerdings in keiner der sowjetischen Schnittlisten und nur die sowjetischen Kameraleute hatten Schnittlisten. Daher gehe ich davon aus, auch weil er Polnisch spricht in diesem kurzen Ausschnitt, dass er gefilmt wurde von dem polnischen Team. Wie viel Zeit habe ich noch? Schon zum Ende kommen. Anstatt eines Augenzeugen wie Reznik wurden andere Figuren gewählt, so etwa der obskure, sich als Niederländer ausgebende deutsche Anton Behnen. In den Protokollen wurde er dann als Behnem bezeichnet und in dem deutschen Film, den Sie gesehen haben, hier heißt er plötzlich Manner. Gut, kommen wir zum Ende. Das war mein Bild zu den Aufnahmen von Frau Minska-Ford, also Teil des Majdanek-Materials, und das ist der Dybek. Da können wir vielleicht noch nachher in der Diskussion eingehen. Ja, das ist sozusagen die Zusammenfassung meiner Argumentation. Reznik ist die unterdrückte Stimme der Wahrheit über den Genozid. Kamen ist Majdaneks verhinderter Redner. Ihm ist es sozusagen nicht gelungen, seine Reportage unterzubringen. Und die Fords haben sich um die künstlerische Gestaltung gekümmert. Ja, zum Schluss möchte ich da vielleicht noch sagen, die Filme wurden zensiert, aber es ist nicht ganz so, dass dass alles wegzensiert werden konnte, wie Sie vielleicht sehen können. Sie bedienen sich einer historisch erprobten Rhetorik, die der angestrebten Durchdringung dieses schwierigen Materials durchaus entspricht. Sie enthält ganz komplexe Bilder, Metonymien. Es ist fast alles metonymisch ausgedrückt, nichts direkt, also sozusagen in Klartext. Und das ist in gewisser Weise die Darstellung des Genozids keine schlechte Idee, sozusagen so vorzugehen. Dies erklärt auch, wie es dazu gekommen ist, dass in Majdanek der Genozid an den Juden vielleicht eben doch implizit dokumentiert wurde und dass viele Aufnahmen bereits mit einem Blick auf die Moskauer Zensur gemacht wurden. So entstand also eine äsopische Poetik, die sehr wohl die Geschichte der Juden miterzählt, durch die Wahl auch der mehrdeutigen Titel, also Grabstätte Europas und der gefilmten Gegenstände und die gesamte Anlage des Films, die auch durch die Zensur in Moskau nicht völlig zerstört werden konnte. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Frau Dobek-Meyer,
für Ihren Vortrag und auch besonders für die Ausschnitte aus dem Film. Ich denke, die Bilder vermitteln einen Eindruck von der Bildsprache und der Erzählung des Films. Genauer gesagt müsste man ja von den Filmen sprechen. Sie hatten es angedeutet, es gibt verschiedene Fassungen für verschiedene, heute würden wir sagen, für verschiedene Märkte produziert, für verschiedene Zielpublikum. Ich möchte nochmal betonen, wie außergewöhnlich die Aufnahmen sind. Sie hatten es auch gesagt, sie wurden zu einem Zeitpunkt gemacht, Sommer 1944, als in Auschwitz die Gaskammern noch in Betrieb waren, im Sommer 1944. Die Alliierten waren weit von den, zumindest im Osten, aber auch im Westen, noch entfernt von den Grenzen des Deutschen Reiches. Also der Krieg war zu diesem Zeitpunkt noch keinesfalls entschieden oder dass ein Ende so schnell absehbar. Sie hatten es erwähnt, der Film wurde nicht für einen, heute würden wir sagen, internationalen Markt vorbereitet, war keine internationale Verbreitung gefunden. Die Bilder haben aber Eingang gefunden in die Beweisfilme, die im sogenannten Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess gezeigt wurden. Das war ja sehr spektakulär in Nürnberg bei dem Prozess. Filme wurden gezeigt von den Alliierten als Beweismittel. Das war einer der Höhepunkte des Prozesses. Da fanden diese Bilder auch Eingang. Durchgesetzt haben sich aber gleichsam die Aufnahmen der Westalliierten. Also die kennen Sie vielleicht auch, diese Aufnahmen aus Bergen-Belsen, fast ein Dreivierteljahr später entstanden, wo ein Bulldozer beispielsweise so Leichenberge vor sich herschiebt und der Fahrer, ein britischer Soldat, der auf dem Bulldozer sitzt, hält sich so an den ein Tuch vor den Mund aufgrund des Gestankes, des Leichengeruchs, der da auf dem Lagergelände verbreitet war. Diese Bilder sind sehr viel bekannter geworden. Warum haben die Sowjets oder auch Polen es nicht versucht, diese Bilder dann noch bekannter zu machen nach 1945, 1946, weil beispielsweise Kamen, das taucht in Ihrem Buch ja auch auf und wer den Namen kennt, weiß, er war an dem Film, an dem sowjetischen Film über den Nürnberger Prozess beteiligt, ganz wesentlich, also Gericht der Völker. Ganz interessant, die Amerikaner haben ihren Film nicht oder nicht so schnell fertig bekommen über den Nürnberger Prozess, aber die Sowjets schon. Also es gab ja schon eine sowjetische Erzählung über die in der Diktion der Zeit hitleristischen Verbrechen. Warum hat dieser Film, dieser Majdanek-Film oder diese Aufnahmen nicht diese Verbreitung gefunden? Also die Verbreitung des Films selbst hängt auch mit dem Unwillen des Westens zusammen, so etwas zu zeigen. Es gibt da eine Vorgeschichte, leider, die auch in dem Buch erwähnt wird. Es hängt mit Katyn zusammen und man hat eigentlich spätestens ab Frühjahr 1944, als der Katyn-Film gemacht wurde, der sowjetische, nicht der deutsche, sondern der sowjetische, der eben sagt, ja, guck mal, das ist sozusagen ein deutsches Verbrechen im Wald von Katyn. Und natürlich ist es jetzt so, dass im Westen und gerade zum Beispiel auch in London, wo die polnische Exilregierung war, war es sehr wohl bekannt, dass die Täter von Katyn eben der sowjetische Geheimdienst war. So, und jetzt hat man darüber einen Dokumentarfilm gemacht in der UdSSR und das hat so stark dem Image geschadet, sozusagen des sowjetischen Dokumentarfilms, der eigentlich bis dahin sehr anerkannt war. Und es ist tatsächlich so, ich habe ein bisschen mich befasst mit der Reaktion der BBC auf all diese Nachrichten und man war sehr zurückhaltend. Ja, also man hat quasi einfach Angst gehabt, da nochmal in so eine Falle zu geraten und etwas zu melden, was unter Umständen nicht einmal korrekt ist als historisches Faktum. Also das ist sozusagen meine kurze Erklärung und der anhebende Kalte Krieg sozusagen schon im Keim,
Das Misstrauen, was da eben entstanden ist zwischen Stalin und den anderen Führern, was durchaus verständlich ist. Und es ist tatsächlich so, dass es einige britische Filme, also wochenschauartige Filme gibt aus dem Dezember 1944, die heißen The Tragic City of Lublin. Man versteht nicht, warum ein halbes Jahr später über Lublin gesprochen wird. Offensichtlich hat, also es ist meine Erklärung, aber ich habe das noch nicht völlig sozusagen herausfinden können, ob es tatsächlich so war. Offensichtlich hat die polnische Regierung in Lublin Leute aus dem Westen eingeladen, immer wieder, und dann auch wieder nach dem Prozess gegen die SS oder beziehungsweise zu dem Prozess gegen die SS Anfang, Ende November 1944, und hat gesagt, kommt und schaut euch das an, wir werden hier Nazis richten. So, und ich vermute, dass auch jemand, also ich weiß, dass auch jemand gekommen ist, westliche Journalisten und Reporter, und die haben aber dann nicht über diesen Prozess berichtet, sondern über The Tragic City of Lublin. Da kommt es aber nicht vor, da kommt aber dann Majdanek vor und auch die Befreiung, aber erst im Dezember, wo die Befreiung ja schon im Juli war. Das bedeutet, da ist also eine große Schere, und es ist auch sozusagen dieses Desinteresse auch, sagen wir mal, da genau hinzugucken, Was wirklich passiert ist in Lublin und wo Majdanek ist. Deswegen fand ich das so interessant, eben auch, dass man damals Broschüren veröffentlichen konnte, die einfach nur heißen, das Vernichtungslager. Ja, ich möchte Ihnen noch eine Frage stellen, aber und dann die Diskussion öffnen für das Publikum. Ich möchte auch noch mal die Zuschauerinnen und Zuschauer ermuntern, Fragen zu stellen per E-Mail. Im Moment ist noch keine gekommen. Ich denke mal, die E-Mail-Adresse, also die Adresse, unter der Fragen gestellt werden können, wird nochmal eingeblendet. Ich möchte jetzt nochmal auf den polnischen Kontext eingehen, muss ich ein klein bisschen ausholen, nochmal den Kontext der Zeit beleuchten. 1944, Sommer 1944, der 22. Juli 1944, also als die Rote Armee Lublin erreicht und das Lager Majdanek, wird ein Lubliner Komitee proklamiert. Das ist die Keimzelle des späteren Volkspolens, der Volksrepublik. Also auf Stalins Geheiß konstituiert sich ein Komitee der nationalen Befreiung. Keimzelle des späteren Volkspolens, Hintergrund, Stalin will seine Beute aus dem Diktatorenpakt sichern, also die vormals polnischen Gebiete östlich des Bugs. Und gleichzeitig ist die Heimatarmee, also die dem polnischen Untergrundstaat untersteht, der Exilregierung in London, darum bemüht, eine Selbstbefreiung herzustellen. Also wenige Tage später beginnt der Warschauer Aufstand am 1. August 1944. Das ist auch eine bewusste Antwort auf die Proklamation Stalins, also dieses polnischen Befreiungskomitees. Der 22. Juli, also der Tag der Eroberung Lublins. Polen spricht nicht mehr von Befreiung. Das ist auch keine Befreiung gewesen aus polnischer Perspektive Lublins. Das war bis zum Ende der Volksrepublik Nationalfeiertag in Polen. Also in Polen ist dieser 22. Juli und Lublin, man spricht in Polen auch von den Lubliner Polen, ist verbunden mit, ich sage jetzt verkürzt, mit dem Prozess der Kommunisierung, der Stalinisierung, der Machtansprüche Stalins, die er dann letztendlich auch durchsetzen kann gegenüber Polen. Also ganz ambivalent. Und in diesem Kontext die Filmaufnahmen, es gibt noch andere Filmaufnahmen, die haben Sie nicht gezeigt, die zeigen, also in diesem Film, die zeigen, wie Soldaten zu Pferd, sowjetische Soldaten, Rotarmisten in der Stadt reiten. Sie werden begrüßt von Frauen mit Blumen und Männern, die sie küssen, also diese typischen sowjetischen Befreiungsbilder.
wie man sie kennt, anderes Meer, Tote am Lubliner Schloss, die dort gefilmt werden. Das war, Lubliner Schloss war die Gestapo. Es sind also noch andere Bilder. Kurzum, in Polen verbindet sich mit diesem Datum und mit Lublin, 22. Juli, ganz andere Dinge. Meine Frage, wie wird dieser Film eigentlich heute in Polen wahrgenommen? Ist es wirklich, ist es eine Nichtwahrnehmung oder eher eine Abwehr des Films aus diesem Kontext heraus, den ich geschildert habe, oder gibt es heute einen unbefangeneren Blick darauf? Abwehr ist ein gutes Wort, ja. Also ich glaube, dass also in der Filmwissenschaft ist mir aufgefallen, dass niemand sich mit dem Thema befassen will, was darauf hindeutet, dass da auch noch Tabus sozusagen bis heute bestehen, weil hier eine Verquickung auch zu finden ist der polnisch-jüdischen Thematik, die ja heutzutage, das ist ja nicht so, dass das ein Thema wäre, was gerade ja bewältigt wäre. Es ist also ein virulentes Thema heute. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich angefangen habe, ein bisschen im Internet zu surfen und zu schauen, was die Leute über Alexander Ford sagen. Und das Interessante war, dass ich sehr viel negative Texte gefunden habe, die ihn bezeichnet haben als sowjetischen Agenten und dieses und jenes. Also das bedeutet, wobei natürlich die meisten Schreiberlinge solcher Blogs oder was auch immer das war, die wissen das nicht wahrscheinlich über dieses Phänomen der Flight Survivors, ja, dass sie eigentlich diese Leute und auch zum Beispiel das Ehepaar Ford, die konnten sich zwar retten, indem sie in die Sowjetunion gingen, aber sie haben dort ihr Kind verloren. Also Frau Ford hat einfach, ihr Kind ist gestorben in Usbekistan und sie ist sozusagen ohne Kind zurückgekommen, hat auch nie wieder eins gehabt. Das ist also auch eine traumatische Erfahrung. Und die Vorwärts waren auch teilweise im Gulag, beziehungsweise über Ford weiß man auch nicht wirklich. Die waren ja dort jahrelang und oft kamen diese Leute auch erstmal ins Gefängnis und wurden dort bearbeitet, wie auch Sigmund Berling. Also der ist auch zuerst verhaftet worden, dann später zum General gemacht. Also das, und diese gesamte Geschichte ist, glaube ich, kann man nicht so einfach öffentlich sprechen. Und mir erschien es so, dass die Leute auch sogar in den 90er Jahren, die noch gelebt haben und die beteiligt waren an dem Film, nicht gerne zugegeben haben, dass sie damals dabei waren, obwohl in polnischen Filmgeschichten dieser Film als der Anfang des volkspolnischen Films, also ne, die Auferstehung nach dem Zweiten Weltkrieg, also immer so dargestellt wird. Also das heißt, eigentlich müsste man sich damit befassen. Allerdings scheint es nicht so zu sein, dass man sich damit befassen könnte, weil es irgendwie weil es eben sozusagen so schmerzhaft ist. Also sowohl für die Polen jüdischer Herkunft als auch vielleicht für die Leute, die gerne einen guten Anfang für die polnische Dokumentarfilmtradition haben wollen. Und das hier ist natürlich nicht möglich, weil der Film in Moskau zensiert wurde und eigentlich die Sachen, die ja sensationell hätten sein können, die sind ja verändert worden. Und ich habe das in meinem Buch damals noch nicht so richtig erkannt, aber ich bin mir inzwischen ganz sicher, dass wir keine Originalversion haben. Also wir haben sogar vielleicht noch nicht mal die Version von 44, sondern vielleicht ist es sogar eine Version aus den 50ern, die wir da haben. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu Alexander Ford. Ich weiß nicht, ob das allen so bekannt ist. Sie hatten es erwähnt, er war in den 30er Jahren schon ein sehr erfolgreicher polnischer Filmemacher und er ist nach 45 hat er eine sehr erfolgreiche Karriere in der Volksrepublik Polen. Er ist Regisseur,
eines der bis heute erfolgreichsten polnischen Spielfilme, Krzyżacy im Polnischen, also die Kreuzritter, die Verfilmung von Sienkiewicz, Historienroman, eine Monumentalverfilmung zum Jubiläum der Schlacht von Grunwald 1960 kam der Film in den Kinos, ein gigantischer Erfolg in Polen, immer wieder gezeigt, ein sehr antideutscher Film, die Verfilmung von Sienkiewicz, und Ford muss dann, weil er jüdischer Herkunft ist, im Rahmen der antizionistischen, was de facto eine antisemitische Kampagne war, in der Volksrepublik Polen 1968 das Land verlassen und stirbt dann ganz bitter im Exil, Suizid. Also Alexander Ford, eine sehr hochinteressante Persönlichkeit. Er realisierte in den 70er Jahren noch einen Film über Korczak. Also sich mit ihm zu befassen, ist schon sehr interessant. Erstaunlich, dass er ja so beleumundet ist in manchen Teilen Polens heute, muss man sagen.